Hallo liebe Leute, und weiter geht die Erkundungsjagd bei Bomberman Quests. Nachdem wir versuchen wollen, den Wind Commander zu besiegen, wollen wir uns aber erstmal noch ein bisschen erkunden, was wir noch kriegen können. Deswegen ab nochmal zur allerersten Ruine. Das war ja noch dieser eine Geist, den ich auf jeden Fall noch in Erinnerung habe. Erstmal noch gucken, ob ich den Weg überhaupt nochmal finde. Ich hätte theoretisch abkürzen können, ich mach's mir so umständlich mal wieder. Also zurück. Wir gehen nochmal zurück. Denn ich will auf jeden Fall gucken, was wir dort kriegen. So, deswegen gehen wir jetzt einmal hier hoch und dann links. Dann sind wir ja eigentlich schon bei der Ruine da. So, und da muss ich nur noch runtergehen. Und dann hoffe ich, dass hier oben wirklich der Geist war. Irgendwo hier in der Nähe. Ja, noch ein weiter. Genau hier haben wir ihn. So, wo haben wir die Flakbombe? Habe ich noch ausgerüstet. Sehr schön. Dann hoffe ich, dass das jetzt klappt. Okay, so auf jeden Fall nicht. So auf jeden Fall nicht. Aber es wirkt auf jeden Fall. Ich glaube, die soll ich auch mal wieder schmeißen. Vor allem dieser Geist ist nicht besonders schnell. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendetwas Tolles hat, dieser Geist. Ich gehe schon wieder falsch rum. Aber wenn ich das Teil danach habe, dann bin ich schon mal zufrieden. Dann habe ich soweit die wichtigsten Sachen bei mir. Und die nervigsten Gegner mitunter auch erstmal geschafft. So, auf geht's. Wir gehen nochmal jetzt hier in diesen Keller, in diese Ruine. Na dann wollen wir mal schauen, ob es jetzt klappt. So, Handschuh. Und jetzt geht's ja an den Kragen. Zumindest werde ich dafür schon sorgen. Moment, das machen wir nochmal. Das hat gerade nicht so wirklich geklappt. Okay. Na, nicht weit genug. Komm zurück, komm zurück. Hier bin ich. Hier, wo die Bombe leuchtet. Ach, verdammt. Fast. Na. So. Und noch ein. Und was ist das? Sieht mir aus wie ein Schuh. Okay, wo ist es? Ah, hier. Sicherheitsschuhe. Schützt Bomberman vor allen gefährlichen Untergründen. Sprich, ich kann nicht mehr in Abgründe fallen, ohne irgendwie Schaden zu nehmen. Interpretiere ich das richtig? Jetzt will ich aber Folgendes kurz gucken. Hier fehlt tatsächlich jetzt nur noch ein Gegner. Ein einziger Gegner. Ich überlege gerade, wo ich noch nicht war. Wo habe ich einen ausgelassen? So, gerade fällt mir nämlich nicht ein. Hier fehlen mir nur noch zwei. Das sieht ja auch schon mal sehr schön aus. Und hier fehlen mir auch nur noch drei. Naja, gut, mit den Commander sind es vier. Aber der Schneemann damit macht es nur noch zwei. Wenn ich den Schneemann besiege. Okay, wo wären dann die letzten beiden Gegner? Fragen über Fragen. Naja, egal. Wir sind auf jeden Fall soweit schon sehr gut vorangekommen, muss ich sagen. Also wir haben auf jeden Fall schon einiges geschafft. Trotzdem ist wir noch einige Gegner. Moment. So, erstmal diese Schuhe wieder. Dadurch, dass ich gleich sowieso wieder zum Commander rennen will, würde ich sagen, speichere ich hier erstmal. Und ich würde Folgendes sagen. Um euch ausnahmsweise wirklich mal den Weg zu ersparen, würde ich sagen, sehen wir uns beim Commander wieder. In der Hoffnung, dass ich ihn dann auch besiegen kann. Aber ihr habt den Weg jetzt oft genug gesehen. Deswegen sehen wir uns gleich wieder beim Commander. Bis dahin, auf Wiedersehen. Leute, ich glaube, ich weiß, wofür diese Sicherheitsschuhe gut sein können, die ich jetzt hier gerade mal ausgerüstet habe. Vielleicht klappt das jetzt, dass ich über diese Stacheln kann. Wunderbar, problemlos. Ah, sehr schön, Leute. Problem gelöst. Dann würde ich sagen, sind wir ja fast beim Commander. Also bis gleich. Na dann, Leute, gehen wir uns auf in die Schlacht. Aber vorher sollten wir uns noch wappnen. Ich sollte erst noch die Rüstung einmal ausrüsten und dementsprechend will ich jetzt mal was probieren, was mir in den Kopf kam. In der Hoffnung, dass das vielleicht was bringt, indem ich einfach mal die Bomben schmeiße. Ich meine, gegen die anderen Gegner hat es auch gewirkt, also warum nicht auch bei ihnen? Na dann, Leute, auf geht's! Ich sollte auch noch das Herz einsetzen, sonst war es das. Ah, Mann! Verdammt, das Herz war hier, genau, so. Okay, okay. Scheiße, das wird nicht so leicht, wie ich angenommen habe. So, getroffen. Was, der kann sich teleportieren? Das ist natürlich sehr scheiße, wenn er das kann. Das macht das Ganze nicht gerade leicht. Ja, vor allem, wenn er wirklich dann so wieder ankommt. So kann ich doch nicht reagieren so schnell. Das kannst du nicht von mir verlangen.
Okay. Wenn er Bomben schmeißt oder wenn er mit Tornados beschäftigt ist, dann teleportiert er sich nicht. Deswegen müssen wir ihn soweit erstmal bringen. Aber dann auch noch so zu reagieren, das ist unmöglich. Also damit tue ich mich gerade richtig schwer. Bei diesem scheiß Commander. Man kann ihn aber sonst auch wirklich gar nicht treffen. Warum muss das so beschissen schwer sein? Ich habe nur einen Treffer, nur einen einzigen. Oh, es muss so eine Möglichkeit geben. Das wird sonst echt der ätzendste Bosskampf überhaupt. Oh, Leute, wir sehen uns gleich nochmal beim Boss, wenn ich nochmal so weit kommen sollte. Also bis gleich. So Leute, vielleicht klappt das jetzt diesmal, indem ich einfach mal versuche mein Glück mit dieser Speedbombe. Ich glaube zwar nicht, dass das allzu viel ändern wird, aber man wird doch trotzdem mal ausprobieren dürfen. Okay, trotz dass die Bombe jetzt schneller fliegt, kann ich sie trotzdem nicht treffen. Nee, absolut nicht. Also der ist wirklich zu schnell. Schnell wie der Wind. Deswegen ist auch wahrscheinlich der Windkommander. Selbst schnell hinterher werfen bringt nichts, verdammt. Da muss ich wahrscheinlich wirklich auf diese, ja, Flak-Bomben vertrauen. Dann wollen wir mal. Gut, dann eben nicht. Dann muss ich es anders machen. Dann mache ich die altbewährte Strategie, indem ich einfach fortlaufe. Und einfach meine Bomben wild durch die Gegend lege. Und einfach mal bete, dass das irgendwie klappt. Dass die Bomben ihn treffen nur so. Aber sie treffen nur mich. Ich kann da einfach nicht ausweichen. Ja, das ist Wahnsinn. Ich habe echt keine Ahnung gerade. Ich bin mit diesem Boss echt überfordert irgendwie. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur krank und Wahnsinn. So, Treffer 2. Das Ganze noch ein paar Mal, aber... Lass meine Bomben doch nicht einfach so verschwinden. Du Feigling. Kämpfe wie ein echter Bomber. Scheiße. Na gut, wenigstens Treffer 3. Oh, komm schon. Hoffentlich geht er weg. Nein, nicht so. Ach, du Scheiße. Dieser Boss nervt mich gerade. Oh, komm schon. Warum kann er sich nicht selbst treffen? Ach, das kann ich doch schon wieder vergessen. Also ich würde sagen, das hier ist mitunter wirklich der nervigste Boss bisher. Wenn ich den jetzt noch irgendwie packen soll, dann grenzt das an ein Wunder. Da muss man aber auch wirklich sehr gut reagieren können und... Ja, ein Treffer noch und das war's. Scheiße. Ja, komm. Die Hälfte habe ich schon. Ja, das war's. Toll. Toll. Och Mann. Ich krieg den Scheißkerl noch. Ah, Leute, ich darf nochmal diesen Scheißweg laufen. Wir sehen uns gleich nochmal. Yay, Freude. Diesmal nicht mehr da bei mir. Egal. Leute, mitunter wird es wirklich sehr nervig, diesen Weg zu laufen. Vor allem, wenn der Schneemann nicht so tickt, wie man es will. Das ist zwar manchmal aus der Reihe tanzt oder so. Ja, wie dem auch sei. Jetzt muss ich unbedingt gucken, dass ich es irgendwie packe. Ich weiß nur echt noch nicht wie, am besten. Ich merke gerade, ich habe das wieder falsch rum gemacht. Ah, meine Kunst, die ich immer wieder schaffe. So. Rollschuh auf jeden Fall auf B und die Flakbombe auf A. So, Herz nochmal einsetzen. Das muss ich jetzt auf jeden Fall auch wieder machen. So, habe ich sonst soweit alles? Nein. Das muss ich auf jeden Fall noch machen. Und dann muss ich jetzt beten, dass es irgendwie mal klappt. Gut, Leute. Hoffen wir mal das Beste jetzt. Ich muss nur irgendwie damit klarkommen, wie er seine Bomben wirft. Aber das ist am schwierigsten, finde ich. Da wirklich mit zurechtzukommen. Aber gut, Treffer 1. Dafür habe ich auch einen erlitten. So, komm schon. In diesem Part will ich es noch schaffen, dich zu besiegen. Kostet es, was es wolle. Ich hoffe, dass der nächste nicht allzu schlimm wird. Da wahrscheinlich Feuer-Commander. Jetzt wird er echt lachhaft. Warum hat das Feuer nicht so geklappt? Warum muss es immer erst so beschissen schief gehen? Ja, jetzt kriege ich gar nichts mehr in der Klasse. Wenn es so gut läuft, dann geht es woanders schief. Ich kenne es ja nicht anders. Scheiße. Mann, ich kann so schnell doch nicht reagieren.
Gut, die Hälfte haben wir mal wieder. Und nicht mehr lange und dann geht's mir an den Kragen. Gut. Das lief schon mal sehr schön. Leute, ihr könnt mir nicht glauben, wie aufgeregt ich jetzt gerade bin. Das ist gerade sehr beschissen. Oh, drei Treffer noch, verdammt, da muss bei mir noch vier landen. Scheiße. Scheiße. Das darf jetzt nicht wahr sein, komm schon. Nein, warum? Zwei Treffer noch, dann war es das mit mir. Jetzt gerade, wo es so gut lief. Ich kann da nicht reagieren. Scheiße. Leute, wir sehen uns gleich nochmal. Und wer, es klappt jetzt nicht. Jetzt ist Saurus, Wind Commander. Jetzt trete ich in den Arsch. Ob der Passwort nicht okay scheint, ich habe vergessen, das Herz auszurüsten. Oh Mann. Immer vergesse ich irgendwas. So, jetzt habe ich's. Okay, versuchen wir es einfach mal. Das fängt ja schon mal scheiße an. Oh, komm schon. Nein, nicht. Das ist echt scheiße. Da wirklich auszuweichen. Wenn man nicht weiß, wo genau diese Scheißbombe landet. Man kann sich auch noch nicht mal nach diesen Schatten orientieren. Wenn man explodiert zu früh oder mal später. Aber gut. Noch gebe ich mir nicht geschlagen gegen dich. Das wird, glaube ich, ein ganzer Part nur mit diesem Scheiß-Bosskampf hier werden. Na egal. Hauptsache, ich kriege ihn noch irgendwie. Oh Mann. Mann, lass mich doch. Das ist nicht wahr. Echt nicht wahr gerade. Eieiei, okay, Treffer 4. So kann es weitergehen. Ja, so kannst du auch die Bombe schmeißen. Lass mich nur damit in Ruhe. Muss echt taktisch gegen den vorgehen, glaube ich. Und das muss dann dementsprechend auch glücken. Das ist gerade nicht ganz so leicht. Oh Mann. Ich muss einfach die Bombe so platzieren, dass es eventuell mal trifft. Ah, scheiße, das habe ich nicht mit einberechnet. Oh, gerade mal 4 Treffer. Toll, wie soll ich ihn so noch besiegen? Der hab ich doch getroffen, was? Nein. Das werde ich doch schon wieder nicht schaffen. Ah, erst recht nicht so. Leute, ich krieg's nicht hin. Ich bin zu blöd für diesen Scheiß-Boss. Oh, das regt mich gerade unmenschlich auf. Ja, auch wenn ich jetzt die Hälfte der Treffer gemacht habe, ich darf vielleicht wieder in diesen Scheißweg rennen. Ja, toll. Machen wir's nochmal. Oh. Bis gleich. So, ich hoffe, ich habe jetzt an alles gedacht. Dann kannst du jetzt nochmal in diesen Kampf gehen. Also, die Geduld ist bald weg bei diesem Scheißkampf, Mann. Das ist doch nicht wahr. Wenn ich die Bombe nicht so scheiße schmeißen würde. So unberechenbar. Das ist wirklich teilweise sehr schwer zu berechnen. Ich weiß, die landen genau in etwa da, wo ich stehe. Aber wie soll man das am besten hinkriegen? Also muss man wirklich schon eine Blitzreaktion haben und dann auch noch irgendwie schaffen, ihn zu treffen. Das ist schon sehr unmenschlich. Das ist gerade mal der dritte Boss von 4. Wie soll man das da packen? Ich will nicht wissen, wie scheiße der letzte dann wird. Oh Mann. Wenn ich den hier gepackt haben sollte, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Meine Güte, ey. Das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Lass mich doch verdammt auch mal in Ruhe, bitte. Mann, ich kann so nicht arbeiten! Oh, 2 Treffer, na toll. Na toll. Der hat mir aber auch schon ordentlich was an Schaden gesetzt. Oh, meine Güte. Ich habe ja echt große Probleme. Okay, 5 habe ich schon. Scheiße! Oh, wenn ich den geschafft haben sollte, dann schmeiße ich eine Party, Leute. Dann gebe ich eine Runde aus. Dann schmeiße ich Konfetti, dann... Ah, meine Güte, komm schon. Ach, Mann, was mache ich für eine Scheiße? Oh, so doch nicht. Nein, 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 nein. Meine Güte. Hör mit deinem scheiß Wind auf. Ah. Das ist jetzt gerade zu viel. Das ist jetzt gerade echt zu viel. Du hättest ruhig in die Explosion reingehen können. Na toll, danke. So, das hast du davon. So, vielleicht kommst du hier rüber. Vielleicht bist du brav. Nein, bist du nicht. Oh doch, sehr schön. 3 Treffer noch. Komm schon, bitte. Bitte, meine Güte. Mann, was? 2 Treffer nur noch. Scheiße, lass mich in Ruhe. Oh, Mann, meine... Ich lass mich von meinen Scheißbomben irritieren. Das ist nicht wahr. Komm, 1 Treffer noch, 1 Treffer noch, 1 Treffer noch, 1 Treffer noch, 1 Treffer noch. Bitte, 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 bitte.
Ja! Oh! Nur ein Triebwerk fehlt noch, meine Güte! Ich würde jetzt das als schlimmsten Bosskampf in der Bomberman-Videospielgeschichte bezeichnen. Meine Güte! Jetzt kann ich hier sogar mich raus teleportieren. Ich gehe ja auch raus. Oh, wo ist es denn? Jetzt finde ich die Flöte nicht. Da ist sie doch. So, wunderbar. Wir sind in Sicherheit und das speichere ich. Das speichere ich. Oh. Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich beende hier erstmal den Part. Das war jetzt zu viel des Guten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wo wir dann auf jeden Fall das nächste Gebiet betreten können. Was wohl in dem Fall dann... die Wüste ist. Na gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und dann hoffentlich wieder etwas erholt.